Ja, jetzt tut's. Es tut's. Es tut etwas. Jetzt hoffen wir mal, dass wir es auch in der Form konstalliert kriegen. Ich will es aber nur hinlegen, mehr will ich nicht. Naja, willst du jetzt halten oder was? Oder extra dich filmen? Du willst doch ein Video machen, film doch dich, sprich doch mit der Kamera. Na? Okay, erste Mal in meinem Leben. Wolfgang Rettich, du hast es mir angetan. Auch wenn du. Naja, du bist schon. Ich brauche da sehr lange immer, um die Videos zu gucken, aber ich finde es cool. Ich finde es cool. Man mag lange Videos nicht, aber. Die Ting-Idee fand ich ziemlich gut. Fans im Und Anwesen. zwar wirklich gut. Und da wollte ich einfach anmerken, jetzt sind zwei Ebenen, die ich sozusagen besprechen möchte. Die eine Ebene ist, dass wir natürlich die Natur, das heißt das Territorium, worauf wir leben, ist natürlich das, was unsere Natur ist. Also Eichen, Eschen und so weiter. Also man trifft sich unter einem Baum. Das heißt, die Natur ist nicht ausgeschlossen. Faktor, man kann nicht glücklich sein, wenn anderes unglücklich ist. Also Schweinehaltung fällt da aus zumindest. Weil das geht einfach nicht. Oder Maschinenbrut für Hühner fällt aus. Wenn glückliche Hühner ich esse, dann fühlt mich lieber doch besser, wenn es den Tod umfällt. Das ist das eine Thema. Also Natur finde ich sehr wichtig. Und das andere Thema, Internet. Du bist im Internet. Und die Idee vom Internet ist, warum macht man nicht ein virtuelles Ting? Und heißt eine Art Volksbefragung. Was wollen wir? Eine Willensbildung auf dem großen Niveau, weil alle können unter einer Esche nicht Platz haben. Das funktioniert einfach nicht. Also im Internet funktioniert das, dass wir alle zusammenfinden und sozusagen sagen, okay, gut, zum Beispiel Krankenhäuser. Ich finde total pervers, das ist Volkseigentum. Wieso können Krankenhäuser einfach privatisiert werden? Ist da fuck, das kann ich mir, ich meine, da bin ich so blöd oder was? Das kann doch nicht irgendwie positiv sein für uns. Oder Bildung kann nicht plötzlich privatisiert werden, das geht nicht. Das ist Volkseigentum. Wir gehören uns und damit dürfen wir nichts verkaufen, veräußern und irgendwie, zum Beispiel Abwasseranlagen, sowas. Gibt es wirklich? Die werden verkauft. Die spinnen die Römer, die spinnen richtig, die haben voll das Ding an der Waffel. Und genau das muss man wieder zurückholen, was uns Schröder zum Teil versaut hat, auch wenn er wenigstens beim Krieg nee gesagt hat, hat er uns Agenda 2010 echt versaut. Das heißt, Krankenhäuser privatisiert, kann nicht, geht nicht, ist einfach dumm. Oder, da fällt mir noch ein, Wasser, Abwasser, Strom, ist Volkseigentum, das gehört uns. Das kann es nicht veräußert werden an ausländische, französische, jüdische, amerikanische, selbst Bolundio-Lundi fällt aus. Also es ist unseres, was wir brauchen. Also die beiden Dinge würde ich gut zusammenfassen wollen. Natur, der natürliche Lebensraum. Das heißt, wenn wir natürlich leben, beziehungsweise nicht artfremd leben, ist schon mal wichtig. Also Bewegung ist wichtig und stupide, kranke, bekloppte Arbeit, die uns alle krank macht, am Computer sitzen, diese ganzen Fickfackkacke, dass die einfach alle nur noch ein kleines Rädchen in der Maschine sind, das ist nicht lebensnah, das ist auch nicht, bringt nichts, das bringt demjenigen nichts und uns auch nichts und keiner ist glücklich. Jeder sollte nicht seines Glückes Schmied, sondern wenn man Schmied ist, sollte man dabei glücklich sein, weil es eine Berufung ist. Berufung ist ein wichtiger Punkt und was wir tun, ist einfach nur Sklavenarbeiten für Leute, die wir nicht leiden können. Also der Kapitalismus hat an sich schon keinen Wert. Gut, also der finde ich eine wichtige Grundlage zur Diskussion, Wichtig, dass das mal man. zu klären. Sklaven sind die für Leute arbeiten, die sie nicht leiden können. Genau, Ja? Roboter, So. Robot. Und das ist nicht lebensfreudig oder lebenstüchtig. Weil Roboter sind Maschinen, wir sind keine Maschinen. Gerade wir Deutschen sind da ein bisschen nicht so gut. Also eigentlich, wir mögen Präzision, wir mehr mögen Perfektion, wir haben es auch Ja, voll bauen Sie übertrieben. halt die Maschinen. Aber muss nicht. Wir müssen nicht perfekt sein.
Prost. In diesem Sinne, also Zusammenführung, Natur, Art, gerechte Haltung des Menschen und einfach Willensbildung des Volkes. Das heißt, wir brauchen eine Verfassung, die Sinn macht. Gut, vielleicht hat ja Abby noch was zu sagen. Na, Perfektion ist nicht unbedingt das Wichtigste. Gut, okay, danke und bis später.